Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Markus von Benzschank. Wir wollen euch heute einmal Colocasia Pharao Mask vorstellen, die wir als Babyplants ganz neu in unserem Shop haben. Die Gattung Colocasia besteht aus etwa 20 Naturarten und kommt in tropischen und subtropischen Gebieten Südostasiens vor. Die Art Colocasia esculenta, der genannte Taro, ist dort sogar eine ganz wichtige Nutzpflanze. Pharao Mask mag es ganz gerne warm, so 16 bis 25 Grad sind ganz optimal. Ein bisschen darunter, deutlich darüber, werden ganz gut vertragen. Sie mag nicht unbedingt den ganzen Tag dauerhaft direktes Sonnenlicht. Abends und morgens wird aber auch Sonnenlicht vertragen. Ein schöner, heller, halbschattiger Standort wäre also optimal. Und, wie alle Colocasien, mag sie es ganz gerne feucht. Feucht heißt aber nicht richtig austrocknen lassen, also gar nie austrocknen lassen. Immer dauerhaft feucht halten, aber auch eben nicht dauerhaft nass. Das heißt, die Pflanze sollte nicht im Wasser stehen. Manche Colocasien werden durchaus im Wasser kultiviert, der Taro zum Beispiel, aber wir empfehlen es für Pharao Mask halt eben nicht. Das bedeutet für das Substrat, wir brauchen ein Substrat, nur das Feuchtigkeit hält und aber auch Wasser, was zu viel ist, auch gut abgibt. Und so ein solches Substrat würdet ihr bei uns im Shop auch finden können. Wenn die Blätter gelb werden, das könnt ihr dann eigentlich ganz gut immer daran sehen, stimmt das mit dem Wasserhaushalt nicht, denn es ist entweder zu trocken oder zu nass und das lässt sich ja am Substrat ganz gut erkennen. Die Geschichte der Pflanze ist auch ganz interessant, denn wir haben es hier nicht mit einer Naturart zu tun, sondern es ist ein Hybrid zwischen der Colocasia darkstar, also schon einem Hybriden, und der Art Fontanensii. Und aus den Sämlingen, die da entstanden sind, da gab es eine einzige Pflanze, die aus irgendeinem Grund eine etwas andere Erscheinungsform zeigte, also ein ganz, ganz charakteristisches Blattbild zeigte. Und diese eine Pflanze wurde dann über Wurzelstecklinge immer weiter vermehrt. Die Nachfahren dieser Pflanze zeigten alle, behielten stabil bei diese besondere Blattform. Das bedeutet, alle Pflanzen, die wir heute davon haben, stammen von dieser einen einzigen Pflanze ab. Ja, und Colocasia Pharao Mask haben wir, wie gesagt, als Babyplants im Shop. Das dauert jetzt sicherlich noch ein paar Blätter, bis diese ganz typische Blattstruktur, Blattform, dieses kontrastreiche, fast dreidimensionale Blatt entsteht. Die Pflanze wird auch sicherlich noch ein bisschen größer werden und stattlicher als das, was wir in der Hand haben. Man kann aber hier bei diesem kleinen Blatt schon erkennen, wo die Reise einmal hingehen wird. Ja, und wenn euch diese Pflanze gefällt oder wenn ihr euch diese Pflanze vielleicht einmal live anschauen wollt, könntet ihr uns auch nächste Woche auf der Botanica Hamm besuchen, wo wir sicherlich auch noch ganz, ganz viele andere schöne Pflanzen für euch dabei haben und mitgebracht haben werden. Ja, vielleicht sehen wir uns da und dann bis zum nächsten Mal und ciao.